Angenommen, ich habe dieses Array aus ganzen Zahlen. Und ich wüsste schon, was drinnen steht. Typischerweise wird so ein Array natürlich nicht ab Werk gefüllt sein, sondern ich lese die Zahlen, die da drinnen stehen, ein. Das könnten Messwerte sein, das könnten Eingaben sein, die könnte ich aus dem Internet gesammelt haben, so eine Datensammlung. In diesem Fall ein eindimensionales Array namens A aus ganzen Zahlen. Und jetzt stehen dann hier schon mal sofort diese 7 ganzen Zahlen drin. Wenn Sie das so hinschreiben, müssen Sie auch nicht sagen, wie groß das Array wird. C und C++ suchen sich das dann zusammen. Die sehen, na, das sind 7 Sachen, dann muss es wohl 7 groß sein. Der erste Job für heute, den größten Wert darin finden. Den größten Wert in A finden. Wie können Sie da dran gehen? Ein Gedanke wäre, ich nehme ein if, um festzustellen, ob die erste größer ist als die zweite größer als die dritte und so weiter. Sie brauchten natürlich ziemlich viele einzelne ifs, weil Sie müssten auch wissen, ob die erste größer ist als die vorletzte und die größer ist als die. Was würde ich erstmal machen, bevor ich mit ifs anfange? Wie kann ich das Ganze ein bisschen effizienter machen? Der Gedanke wäre also der folgende: Sie vergleichen die ersten beiden Zahlen und merken sich, welche größer war, die 23. Und dann vergleichen Sie mit der 65 und merken sich, welche größer war, 65. Und dann vergleichen Sie mit der 32, welche ist größer, 65 oder 32, 65. 65 mit 87 vergleichen, die 87 ist größer. 87 mit der 32 vergleichen, die 32 ist kleiner, 87 überlebt, mit der 76 vergleichen. Weiterhin gewinnt die 87. Der Trick ist, ich merke mir immer, was die bis jetzt größte Zahl war. Bis dahin war die größte Zahl die 12, bis dahin war sie die 23, bis dahin die 65, bleibt 65, dann die 87, bleibt 87, bleibt 87. Ich gehe eines nach dem anderen durch und merke mir, was die bis dahin größte Zahl war. Merken heißt, ich brauche irgendeine Hilfsvariable. Müssen wir uns gleich mal darüber unterhalten, auf was man die sinnvollerweise initialisiert. Und dann gehe ich mit einer For-Schleife da durch. Mal gerade gucken. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also i kleiner 7. I plus plus. So. Und der Job in der For-Schleife ist, das bisherige Maximum mit dem nächsten Wert zu vergleichen. Bis da ist das bisherige Maximum 65. Das vergleiche ich mit dem nächsten Wert. Und behalte den größeren als das Maximum für die ersten 4. Also, vergleichen mit, das heißt, ich müsste wieder ein if haben. Wenn ich runde Klammern habe, dann brauche ich hier auch die Schweifklammern schönerweise. So, ich möchte vergleichen, ob der nächste im Array, das wäre ja A und jetzt in eckigen Klammern, I, ich zähle ja durch, 0, 1, 2, ob der nächste im Array größer ist als das, ob der größer ist als das bisherige Maximum. Was machen Sie dann, wenn der größer ist als das bisherige Maximum? Wenn der nächste größer ist als das Maximum, was ich bisher hatte, dann ist das wohl das neue Maximum. Ich setze also dieses Maximum auf den nächsten hier, a von i. Und ansonsten, was ist, wenn der nächste nicht größer wäre oder wenn er gleich wäre? Dann gehen Sie die Schleife von oben wieder durch. In der Tat lohnt sich gar nicht, das else hier zu machen. Das ist schon alles. Max soll der größte Wert bisher sein. Ich vergleiche den größten Wert bisher mit dem nächsten Wert aus der Liste
Und wenn der nächste Wert größer ist, das if, also wenn das if reingegangen wird, wenn der nächste Wert größer ist, toll, dann merke ich mir den nächsten Wert als den größten. Wenn der nicht größer oder wenn er gleich war, dann war ja der Wert, der in max steht, schon der richtige. Ich muss den gar nicht anfassen. Das hier reicht. Letzte Geschichte ist, wie ich denn das hier jetzt initialisieren sollte. Da steht für max noch kein Anfangswert. Das hatte ich schon gesagt, in C kann man nicht häufig genug sagen, in C und C++ ist das so, wenn Sie keinen Wert angeben zu Beginn, steht das auf irgendwelchen Fantasiewerten. Auf diese Weise kriegt man wunderschöne Probleme mit seinen Programmen. Wenn da 100 Mal der richtige Fantasiewert steht, aber dann beim 101. Mal nach Auslieferung an den Kunden der falsche Fantasiewert steht, wird das ganz schön peinlich. Also man sollte unbedingt immer initialisieren. Die modernen Sprachen erlauben das gar nicht anders. C und C++ sind da ein bisschen großzügig, zu großzügig. Ich sollte dieses Ding initialisieren. Auf welchen Wert setze ich das? Was schreiben Sie hier rein? Wie gesagt, wenn Sie nichts reinschreiben, steht da ein Zufallswert. Das kann Sie, ja, den gibt es nicht. Void gibt es nicht. Es muss tatsächlich in diesen 16-Bit, 32, nein, in diesen 16-Bit, in diesen 16-Bit muss was drinnen stehen. Da kann ich Void oder sowas stehen. Diese Bits sind entweder 0 oder 1, es gibt nichts anderes. Es gibt an der Stelle nur Zahlen. Ich möchte einfach hier nach dieser Definition für A sagen können, max Array von, und möchte dann 87 raus haben. Was muss ich dieser Funktion dazu mitgeben an Informationen? Okay, das haut noch nicht hin. Ich brauche auf jeden Fall was, ja, ich brauche auf jeden Fall was mit A. Der Zeiger sagt, wo dieses Array anfängt. Und was sagt er nicht? Wo es aufhört, genau. Gibt es noch ein paar Sachen, die ich jetzt ändern muss? Genau. Geht noch was? Wunderbar. Die Namen der Variablen lerne ich gerade, dass ich dazu noch was sagen muss. Dieses A, das Array namens A, steht innerhalb dieser Schweifklammern und ist außerhalb dieser Schweifklammern, außerhalb der Main-Funktion, nicht sichtbar, nicht bekannt. Wenn hier oben auch noch ein A steht, ist das ein ganz anderes A, das erstmal deklariert werden muss. Hier habe ich es ja X genannt, X, X, X und so weiter. Dieses X ist jetzt in diesen Schweifklammern hier oben verborgen und das Max ist in diesen Schweifklammern hier oben verborgen. Sie könnten das Max hier oben auch A nennen. Sie sehen, das hat eine ganz andere Bedeutung als unten das A, verwirrt alle Leute. Machen wir hier gerade mal Project Make. Geht durch. Dieses A hier oben, formerly known as Max, dieses A hier oben hat den bisher größten Wert und zum Schluss den insgesamt größten Wert. Eine ganz eigene Variable. Dieses A hier unten ist ein Array. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Die leben in verschiedenen Welten. Stellen Sie sich vor, das wäre anders. Da müsste man, wenn man eine Bibliothek schreibt, immer darauf achten, dass man Variablennamen hat, die sonst nirgendwo vorkommen. Da vielleicht immer sagen, oh, das ist meine Bibliothek, dann nenne ich den jetzt mal JLA, um klarzumachen, das ist meiner oder so. Das wäre ja ganz fürchterlich. Bei Funktionsnamen und bei Klassennamen hat man solche Phänomene später, aber dann gibt es dann auch Mittel und Wege, das zu verhindern. Also vorsichtig, was in Schweifklammern eingeführt ist, ist auch nur in diesen Schweifklammern sichtbar. Und ansonsten nicht. Es kann vielleicht länger leben, wenn Sie Static davor schreiben, kann es bis zum nächsten Mal wieder leben. Und wenn Sie nicht mal Static davor schreiben, ist es nach den Schweifklammern dann sogar weg, wie dieses Max. Das ist dann einfach weg. Wenn Sie hier vorne Static davor schreiben, hätten Sie es beim nächsten Mal wieder. Wäre an dieser Stelle natürlich blödsinnig. Ich will jedes Mal ein neues Maximum berechnen.